Hey Leute und herzlich willkommen zu Hey Larry. Erst einmal wünsche ich euch allen ein frohes Neues. Ich weiß, es kommt etwas spät, aber lieber spät als nie. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht in das neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ich bin auch gut reingerutscht. Hab nur einen etwas rauen Hals vielleicht noch, also nicht wundern, wenn die Stimme etwas kratzig klingt. Außerdem möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr das gesamte letzte Jahr mit am Start wart und ich hoffe, ihr seid auch dieses Jahr dabei. Ich hab mega Bock. Ich habe diesem Format jetzt einen Titel gegeben und zwar Hey Larry, damit ihr einfach wisst, wenn ihr ein Video seht, was Hey Larry heißt, okay, er quatscht jetzt wieder über irgendeinen Scheiß. Es würde mich freuen, wenn ihr das Video bis zum Schluss anguckt, denn am Ende habe ich noch eine sehr wichtige Frage an euch. Das Thema in diesem Video ist jetzt einmal das vergangene Projekt und einmal das kommende Projekt. Viel Spaß! Was wollte ich mit Judge Larry erreichen? Mit Judge Larry wollte ich eigentlich letzten Endes nichts weiter als mich ein bisschen in einigen Kategorien schulen. Da wäre zum einen die Kameraführung, das in Szene setzen und ihr habt es ja ganz klar gemerkt, Slow Motion. Und wenn man diese Sachen alle zusammen üben will, dachte ich mir, was kann es Besseres geben als einen Actionfilm? Nur zu eurem Verständnis, das, was ich gedreht habe, Judge Larry, ist eine Parodie auf Judge Dredd. Ja, das ist ein Film aus dem Jahr 2012. Es gibt noch eine ältere Version mit dem Schauspieler Sylvester Stallone. Aber meins beruht auf jeden Fall auf die 2012-Version. In dieser Verfilmung war der Hauptdarsteller der Schauspieler Carl Urban. Und ich fand einfach mega cool, wie er Judge Dredd performt hat. Ich finde, er hat von Hause aus ja schon einen ziemlich strengen Blick. Und in dem Film, da hat er einfach nochmal eine Schippe draufgelegt. Also er hat halt so, wie ich es in dem Video bei mir gemacht habe, tatsächlich voll oft das hier gemacht. Also wenn ihr den Film mal sehen solltet, achtet mal drauf. Ihr werdet sowieso viele Parallelen da sehen, glaube ich. Und ich fand halt mega witzig, wie er dann absichtlich die Mundwinkel so weit runterzieht. Ich finde diesen Film halt mega geil. Es ist ein sehr brutaler Film und ein sehr ernster Film auch. Also ist eigentlich gar nicht so wirklich auf Comedy ausgelegt. Aber ich muss persönlich bei vielen Szenen da tatsächlich schmunzeln. Jetzt wollen wir mal auf die Frage zurückkommen, was war meine Absicht? Ich habe es ja bereits gesagt. Und ich finde, dass ich das eigentlich ganz gut da üben konnte. Also in der einen Szene zum Beispiel, wo ich das erste Mal Sympathikus auflauere, also in dem zweiten Teil, da finde ich zum Beispiel, hat das alles sehr gut gepasst. Es war eine sehr gute Kameraführung. Die Post-Production war auch sehr gut. Es war halt ein relativ kaltes Umfeld. Ja, zugegebenermaßen, es war ja auch kalt. Und ich finde, das hat da alles halt ziemlich gut gepasst. Ja, natürlich, es gab auch viele Szenen, die nicht so schmatzig waren, aber ich finde, da hat es wenigstens ganz gut gepasst. Auch ganz gut fand ich die Szene, wo ich wieder mit Sympathikus zu sehen bin und ich ihm ja meine Waffe an seine Dragon Balls halte. Und ich finde, da hat tatsächlich alles sehr gut gepasst. Also die Kameraführung, die war da sehr gut. Oder in dem Fall eher die Positionierung. Die Musik hat da ziemlich gut gepasst, was gar nicht so leicht ist, denn ich habe ja kein eigenes Studio. Also meine Musik, die ziehe ich mir aus dem Internet, ist meistens lizenzfreie Musik. Und dann cutte ich die halt ein bisschen zurecht und versuche das halt gut klingen zu lassen. Also die Musik klingt schon gut, aber ihr wisst, was ich meine. Ich versuche dafür zu sorgen, dass es gut in diese Szene passt. Und sogar der Slow-Motion-Drop von dem Handschuh am Ende fand ich halt ziemlich cool. Der hat es irgendwie so auf den Punkt gebracht. Ganz besonders stolz bin ich natürlich auf den Endfight. Es musste halt irgendwie so eine Art Highlight sein. Ne? Das ist halt der Bossfight gewesen, so das Ende. Und ich finde, das haben wir da auch sehr gut umgesetzt. Ich weiß ja nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber wenn man genau hinschaut, dann kann man erkennen, dass Elphabigal oft näher an der Kamera stand als ich. Einfach nur, um zu suggerieren, dass er noch größer wirkt, als er eigentlich ist. Des Weiteren haben wir noch einen Filmtrick ausprobiert, nämlich dass dadurch, dass er ja versetzt von mir stand zur Kamera, haben wir einfach aneinander vorbeigeschaut, aber halt immer noch auf Augenhöhe. So hat es dann am Ende den Anschein gehabt, als würden wir uns angucken, haben es aber eigentlich gar nicht. Auch die Prügelei am Ende, finde ich, ist ziemlich gut geworden. Und deswegen, finde ich, konnte ich mich in vielen Punkten da echt gut beüben. Was war schlecht? Definitiv zu viele Charaktere. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele es genau waren aus dem Kopf. Ich glaube, das waren aber auch schon 9.
Und dadurch, dass es so viele Charaktere waren, hatten wir am Ende gar nicht genügend Kostüme dafür. Auch die Dreharbeiten selber haben halt etwas darunter gelitten, weil man irgendwann einfach zu einem Schluss kommen wollte. Und es ging nicht, weil man wusste, okay, jetzt müssen wir den noch machen. Das war halt wirklich keine gute Entscheidung, weil den Charakter zum Beispiel, den ich noch gespielt habe, diese komische kleine Ratte da, muss ich zugeben, habe ich dadurch echt mit wenig Hingabe gespielt. Ich glaube, das hat man auch sehr gut erkannt und fand ich halt selber nicht so schön. In den Kommentaren ist einem von euch tatsächlich auch was Interessantes aufgefallen und das würde ich gerne mal kurz aufgreifen. Ich muss mal eben nur kurz das Kommentar suchen. Wartet mal, das... Ich glaube, das war es hier, ja. Da wurde sich auf jeden Fall gewünscht, dass das nächste Mal die Handlung etwas ausgeprägter wäre. Ist absolut richtig, gehe ich auch voll mit. Wie gesagt, in diesem Projekt lag die Handlung absichtlich voll im Hintergrund. Beziehungsweise sie war halt wirklich, sie war mir halt egal. Ich denke mal, das hat man auch ein bisschen erkannt. Aber nichtsdestotrotz bin ich in Gedanken halt schon bei König Larry an der Story dran und gebt mir da ganz viel Mühe. Die Pilotfolge ist ja nun schon raus, deswegen würde es jetzt halt richtig losgehen und ich möchte gerne, dass es doch wesentlich leckerer wird. Das heißt also, auch die Charaktere sollen ein bisschen besser eingegangen werden, beziehungsweise auch die Szenen, die sollen etwas ausgeprägter halt sein. Nicht so schnell abgespeist, so wie jetzt hier bei Judge Larry. Wird von Judge Larry noch ein Teil rauskommen? Nein. Warum nicht? Darum. Nein, kleiner Scherz. Also es wird tatsächlich erstmal nichts kommen. Heißt nicht, dass nie mehr etwas kommen wird. Aber fürs Erste bin ich tatsächlich bedient. Denn ich muss sagen, Actionfilme, die sind sehr, sehr aufwendig. Diese ganzen Stunt-Szenen, unheimlich schwer. Also ich bin nicht mal ein Stuntman und ich habe tatsächlich jetzt so ein grobes Bild, was die machen müssen. Und dieses ganze Umherspringen und dass das alles auch passt und gut in der Kamera aussieht. Gut, ist natürlich immer von zwei Leuten abhängig, ne? Vom Kameramann und vom Stuntman. Aber dadurch, dass sich das alles auch gezogen hat über drei Drehtage und das hatte ich bisher noch nie, muss ich halt sagen, erst einmal nicht. Mir reicht's. Außerdem ist die Post-Production halt auch extrem anstrengend und ich mache ja wie gesagt alles alleine und ich glaube, das Beste ist, sich jetzt wirklich erst einmal auf gute Dialoge zu konzentrieren und da halt alles ein bisschen interessanter zu machen. Fazit? Mein Fazit ist, dass ich sehr zufrieden mit den Dreharbeiten war. Ich möchte mich an der Stelle nochmal herzlich für die Hilfe meiner Freunde bedanken. Es hat mega Spaß gemacht. Ich konnte mich definitiv super beüben. Habe viele Fehler erkannt, die ich mache und die ich versuche beim nächsten Mal halt nicht mehr zu machen. Es war auch definitiv ein Projekt, was ich mal machen wollte und habe für mich zum Beispiel herausgefunden, dass ich finde, ich passe nicht so in diesen Charakter rein. Zumindest nicht auf diese Weise. Vielleicht ein bisschen abgeändert, aber so ganz habe ich mir die Rolle da tatsächlich nicht abgekauft. Aber ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Würde mich brennend interessieren, denn ich freue mich jederzeit über Feedback. Mein nächstes Projekt. Das nächste Projekt wird diesmal ein Song sein. Ihr habt es ja schon in meinem Channel-Trailer gehört. Ich habe es in dem letzten Video vom Ende letzten Jahres einmal gesagt. Ich möchte gerne ein bisschen Musik machen. Dabei spezialisiere ich mich aber wirklich auf keinen Musikstil, sondern ich möchte ein bisschen was ausprobieren. Ich habe auf viele Sachen Bock. Ich höre halt viel verschiedene Musik und ich würde halt echt gerne auch verschiedene Sachen ausprobieren. Einen Song hattet ihr ja jetzt schon, ne, an Weihnachten. Das ist so im Michael Bublé-Style eigentlich gewesen, aber ich hatte halt mega Lust drauf. Mein nächster Song tatsächlich, der wird eher im Tommy Profit-Style sein. Wer nicht weiß, wer das ist, ich werde mal einen Song von ihm verlinken. Und man kann sagen, so grob in der Richtung wird meins auch sein. Der macht halt letzten Endes Cinematic Music, falls einem was das sagt, mit Gesang oder Rap. Klingt halt etwas düsterer oder epischer, aber ich finde halt mega geil und ich wollte auch gerne mal sowas machen. Wer mir bei Instagram folgt, der hat wahrscheinlicherweise gesehen, ich habe mir jetzt eine Gitarre geholt, denn die musste halt auch mit drin sein und ich gebe mir da ganz viel Mühe. Fragen. Jetzt kommt meine goldene Frage an euch. Und zwar haben mir viele Freunde gesagt, dass sie sich vorstellen könnten, dass ich Let's Plays mache. In den Kommentaren hat auch einer geschrieben, dass er das mal gerne sehen würde.
Und ich würde halt echt gerne wissen, ob ihr das sehen wollt. Also ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr in den Kommentaren eure Meinung dazu schreibt. Ich hätte halt mega Lust drauf. Ich habe es schon mal versucht gehabt, aber mein alter Rechner hat tatsächlich nicht die Leistung hergegeben dafür. Mittlerweile habe ich einen neuen, einen besseren. Die Grafikkarte ist zwar immer noch dieselbe alte, aber die gesamte CPU ist überarbeitet und wirklich sehr gut jetzt. Zum einen könnte ich halt wesentlich mehr mit euch interagieren, was ich halt mega cool fände. Zum anderen könnte ich auch das Thema Unterhaltung gleichzeitig ein bisschen üben. Und da ich selber gerne in meiner Freizeit zocke, wäre es halt eine einfache Möglichkeit, euch regelmäßiger Videos hochzuladen. Also ich könnte euch dann tatsächlich jede Woche etwas hochladen und sogar vorausarbeiten, dass wenn ich mal halt irgendwie verhindert bin und nichts hochladen kann, ja, dass ich dann was hochladen kann. Deswegen schreibt es mir in die Kommentare, ich würde mich mega freuen. Und ich möchte letzten Endes halt wissen, was wollt ihr sehen? Aber natürlich werde ich trotzdem meine Videoprojekte weiterhin machen. Falls ihr den YouTuber Hand of Blood kennt, dann kennt ihr auch bestimmt seinen Zweitkanal Hand of Uncut. Da macht er halt immer so ein 1 Stunden bis 1,5 Stunden Let's Play. Quatscht halt ein bisschen zum Spiel, erklärt ein bisschen das Spiel, interagiert halt auch viel mit den Zuschauern trotz alledem. So in der Richtung würde ich das dann halt auch machen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Larry. Ciao.